Howdy Leute, ich bin's, euer Space Trucker. Wir spielen heute Space Trucker. Ein niegelnagelneues Spiel, mit dem wir durch das Weltall düsen mit einem Truck. Ich würde einfach mal sagen, neues Spiel, neues Glück. Also, howdy fancy Musik, oder? Wir bedanken uns erstmal bei Root Pete für seine 5 Abos. Das hat er sehr schön gemacht. So, was machen wir jetzt hier? Für Spieler, die ihr Truck-Erlebnis fein abstimmen möchten, Fahrer. Für Spieler, die sich auf ihre Aufträge konzentrieren möchten, weniger Wartungen und geringere Bezahlung, hallo. Empfohlen, der perfekte Start für neue Start-Trucker. Eine ausgewogene Mischung aus Transport und Wartung. Was habe ich eigentlich, Space-Trucker gesagt oder Star-Trucker? Für Spieler, die sich gerne die Finger schmutzig machen. Und Hardcore-Modus. Ja, wir nehmen natürlich den Hardcore-Modus. Klick! Okay, wir spielen empfohlen. Ist unser erster Auftrag. Okay, wir sind in unserem Space Truck, Sitz verlassen. Wir spielen mit Pad, wir können aber auch mit Maus und Tastatur spielen. Schwing deinen Hintern hoch. Was ist jetzt hier, Stau oder was? Ich glaube, ich soll aufstehen. Oh, geil. Das ist ja riesig. Was haben wir denn da drin? Ein Luftfilter. Wir müssen den Raumanzug erstmal anziehen. Den habe ich doch gerade schon gesehen. Oben. Tudü. Anzug tragen. Yes. Jetzt müssen wir draußen Reparaturen durchführen. Öffnen Sie die Luftschleuse. Luftschleuse ist geöffnet. Schließen Sie die Luftschleuse. Und jetzt. Wiu! Das ist natürlich echt ärgerlich, im Weltraum Reparaturen durchführen zu müssen. Hüllenbruch. Huch! Oh Gott. Was ist denn das für eine. Okay, jetzt sind wir wieder in so einer Situation hier. Jetzt muss ich das mit so Schubdüsen, aber ganz fein machen. Ran ans Loch. So, jetzt repariere ich. Schöne Stahlplatte. Oh, wir sind hier wirklich, das ist gefährlich, ne? Wir sind ohne Schnur, wir sind nicht gesichert. Was? Was war das denn? Ist die Mucke zu laut, zu leise? Man weiß es nicht, ne? So, Leute. Ja, alles klar, habe ich den. Huch! Osten, Atlas Prime. So, habe ich den Bock wieder fit gemacht, ne? Dann wollen wir mal zusehen, dass ich hier zurückkomme. Au, ah, Mist. Autsch. Da ist die Schleuse. Ey, au, ich bleib mir mit den Beinen hier hängen. Okay, wieder rein da. Zurück in den Truck. Wow. Schweißtreibende Reparatur. Dann können wir den Anzug wieder aufladen. Wie lange dauert das? Er lädt sich von alleine auf. So, zurück in den Trucker-Sitz. Das sieht sehr bequem aus. Hier haben wir sogar eine kleine Koje zum Schlafen. Wir haben so ein paar Platinen. Ein bisschen Benzin hier, ein bisschen Energy-Pulver. Und Cleaning Supplies. Ja, alles klar. Und wo ist die Bordtoilette? Irgendwo wird auch eine Bordtoilette sein. Egal. So, zurück an die Arbeit. So eine Ladung liefert sich nicht von alleine aus. Okay. Oh, okay. Okay. That's a 10-2, partner. Loud and clear. With that done, I guess.
Okay. R2, um den Hauptdüsen zu beschleunigen. L2, um zu bremsen und den Rückwärtsgang einzulegen. Das klingt einfach. Mit L sind die Manövrierdüsen total sinnvoll. L1 und R1 links und rechts rollen. Was man halt mit dem Truck macht. Und wir können zur Außenansicht wechseln. Alles klar. Alright. Dann. Let's go! Warte. Oh, fuck. Oh shit. Oh, no. Oh, fuck. Invertiert. Wer macht denn sowas? Hochfahren hier erstmal. So, alles gut. Verzeihung. Alles gut. Ho. Wahrscheinlich hier unten durch, oder? So, hoffentlich streife ich nicht schon wieder hier diesen. Das sieht gut aus. So, jetzt gerade ausrichten. Ja, sieht gut aus, alles klar. Ja, Leute, da muss ich erstmal kurz wieder. Oben ist unten, unten ist oben, das ist verwirrend. So, hier ist die kleine Geschwindigkeitsbegrenzung noch. Ist kein Problem. So, da werden wir wahrscheinlich jetzt hier schön rausbeschleunigt. Im 1 Kilometer befindet sich das Sprungtor. Da sind wir. Ah ja. Okay, dann machen wir das doch mal. Sprung aktivieren. Let's go! Aber mir wird immer leicht übel noch in der Magengegend. Trotz all der Jahre Erfahrung schon am Truckerpult. So, wo willst du mich denn jetzt haben? Da. Einfach geradeaus. So, beschleunigen bitte. Schneller. 700 Meter, das schaffen wir im Nu. Ah, das Beschleunigen dauert immer ein bisschen. Wir sind wie so ein Albatros, ne? Das, aber sobald wir einmal in der Luft sind, Leute. Abladezonen. Oh, okay. Wow. Jetzt müssen wir mal kurz. Wow. Okay. Wir kommen scharf rein. Neu ausrichten. Wir kommen scharf rein. Ah! Sieht gut aus. Jetzt hochziehen, wie es wir in der Fahrschule gelernt haben. Im letzten Moment hochziehen, damit wir die Gravitationsdüsen schonen. Sieht gut aus. Ja, das ist jahrelange Erfahrung. Einfach richtig sanft reingekommen. Mal ein bisschen nachgeburnt. Jawohl. Okay. Maglock. Abgesattelt.
Und richtig Geld verdient. Sehr gut. Also, wir haben jetzt hier 900 Space-Dollar verdient. Und oh, wir sind noch nicht ganz Level 2. Great job. Payment should already be with you. Ja. But if you feel like spending some of that hard-earned cash, just head on over to Palmview Station. Das mache ich exakt, das mache ich. A few jobs on the board and the best home cook for your protein this side of Alpha Centauri. Okay. Viel Spaß beim Trucken, alles klar. Dann let's truck. So, Station Palmview. Das ist da hinten. So, raus aus der Undock-Station. In 5 Kilometern befindet sich Station Palmview. Da haben wir ein bisschen Zeit, ne? Können wir mal kurz gucken. Hallo, ich bin's wieder. Der einsame Trucker. Ich wollte noch mal fragen, ob heute Abend jemand Zeit hat auf einen Whisky in der Trucker-Kneipe zum ärmellosen Fernfahrer. Bis bald. Okay, man muss sich immer ankündigen. Das ist wichtig, dass man sich dann später auch treffen kann. Man kennt sich ja. Da hinten ist auch ein Freund von mir. Hallo Werner! Der da in den blauen Truckie. So, wir gehen jetzt zur Station Palmview. Das ist eine der beliebten Stationen hier, da ist immer viel los, da trifft man sich auf eine Currywurst. Scheiße! Fuck! Ah, ey! War das Weltraumschrott? Was war das? Das war Weltraumschrott, hier gibt es richtig viel Weltraumschrott. Fuck! Oh. Was war das denn? Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Wer ist dafür verantwortlich, dass hier nicht sauber gemacht wird? Das ist Todesfallen sind das. Bremsen, ein bisschen bremsen. Okay. Wo ist denn meine Undock-Kamera? Das ist die Undock-Kamera. Okay, da muss ich jetzt mich ja umdrehen. Achtung, wir drehen um, aber das Momentum bleibt erhalten. Ja, Momentum ist, So, jetzt rückwärts einparken, hatte ich ja gesagt. So. So, einmal den Popo hochkriegen hinten, bitte. Ja. Ah, zu viel. So, Popo runter. Gut. Popo runter. Bisschen drehen. Okay. Ein bisschen drehen ist gut. So. Und jetzt nach hinten. So. Popo hoch. Ja, sieht gut aus. Überhaupt, die sieht einfach überhaupt nicht gut aus. So. Bidüb. Ja, sieht gut aus. Wir kommen hart rein. Achtung, wir kommen hart rein. Vorsicht.
Okay. Weiter sieht gut aus. Aufsatteln. Wir sind drin. Ja, das ist einfach jahrelange Erfahrung. Das lernt man auch nicht in der Fahrschule, das lernt man im Leben. Das lernt man auf Reisen. So, wir haben hier Aufträge. Ach so. Okay, Leute, guck mal hier. Wir haben hier Q-Star Speziallieferung. Ja, das ist gut. Nur 2 Kilometer weit weg. Was kriegen wir an Kohle? Hier. 2164. Ah, okay. Auch deutlich länger weg. Weiter weg. Früher, als ich noch Familie hatte, da bin ich nicht so gerne die weiten Touren gefahren. Aber jetzt, wo ich alleine bin, die Kinder sind aus dem Haus und sie melden sich auch nicht mehr. Und meine Ilse hat mich vor langer Zeit schon verlassen. Für den Schrottplatzbesitzer. Und ja, jetzt bleiben mir nur noch 2 Sachen. Die Musik und die Straße. Und das sind meine einzigen Freunde, die ich habe. Ich habe auch selbst mal in einer Country Band gespielt. Aber wir waren nicht besonders erfolgreich. Ich nehme mal hier die Polyesterrollen. Und da kriege ich 1000 Mark für. Na ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Ich nehme das. Vergütung annehmen. Und jetzt möchte ich bitte sofort. Muss ich jetzt hier wieder raus? Ja. Hallo? Okay, ich. Entschuldigen Sie bitte. Was ist denn die richtige Andockbucht? Da hinten. Oh. Absatteln. Achtung! Ja. Achtung, grüner Tiger sattelt ab. Absattelung vollzogen. Over. Man muss sich kurz einmal abmelden. So, ich nehme Tempo auf. Da gibt es die Fracht. Da frachten wir auf. So, wir haben keine Zeit zu verlieren. Zeit ist Geld. On the road ist das. Ist das einfach das Gesetz. Das Gesetz der Road ist Time is Money. Wir kommen hart rein. Wieder von unten in letzter Sekunde hochziehen. Das ist unser Style. Oh, es gibt eine andere Kamera, alles klar. Also, okay. Okay, das sieht gut aus. Ach, shoot, ich muss anders, muss rückwärts. Okay. Das ist einer dieser neumodischen rückwärts parkenden. Kein Problem, das erledigen wir. Gar kein Ding. Gar kein Problem. Wir nutzen die Kamera, um uns auszurichten. Sieht gut aus. Ja. Was? Was ist los? Okay. Erstmal jetzt. Rein da jetzt. Nicht zu hart, nicht zu hart, nicht zu hart, nicht zu hart rein. Langsam rein. Ja, nicht zu doll, sonst beschädigen wir die Polyesterrollen. Noch ein bisschen. Sieht gut aus. Gute Arbeit. Aufsatteln. Sehr gut. Also, wir haben aufgesattelt. Greifst du das auf wieder? Hier kannst du die Lieferungen planen, die Informationen und Orte ansehen. Natürlich, ist ja gar kein Problem. Also, wir befinden uns hier. Wir müssen irgendwo hin halt. Fracht. Ja.
Aufträge. Das werden wir sofort machen. Medusa 6, Atlas Prime, Minerva Fright, Medusa 6. Medusa 6. Medusa 6. Alles klar. Das sollte ein leichtes sein. Gar kein Problem. Wir müssen einmal kurz den Sitz verlassen. Weil irgendwas ist hier leider... Irgendwas müssen wir hier ersetzen. Ich weiß noch nicht was. Irgendeine Energiezelle ist leer. Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Oh, da. Alles klar. Wenn ich das jetzt wüsste, welche jetzt leer ist. Die hier wahrscheinlich. Da brennt keine Lampe mehr. Alles klar. Dann, ja. Können wir die aufladen, oder? Okay, warum? Dann machen wir die hier nochmal rein. Ich habe keine Ahnung. So, wir müssen doch hier irgendwo einen Aufladestecker haben. Wo ist der Auflade? Bereich für die Batterien. Das sind doch hoffentlich Akkus. Der hat mir doch Akkus eingepackt. Nee, der hat mir keine Akkus eingepackt. Was ist hier? Was ist das? Das gibt's doch nicht. Was mache ich jetzt mit den Akkus? Mal aufräumen hier. Na gut. Was ist das hier? Erstmal aufräumen hier. Wer hat da die ganze Unordnung hier gemacht? Dann fahren wir jetzt einfach so weiter. Wir haben Auftrag zu erledigen. Let's go. Unser Ziel befindet sich da hinten. Und wir rollen los. Ja, grüner Stier. Ich verlasse das Gehege. Over. So, das Wichtigste ist, dass man sich immer abmeldet. So, jetzt haben wir den da mit dabei. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Harte Rolle rechts. Und im Scheitelpunkt der Kurve raus beschleunigen. Da ist unser Ziel, Medusa 6. Ah, einige gute Erinnerungen an Medusa 6. Da gibt es eine Bar. Die Medusa 7 und ah, da habe ich gefühlt mein halbes Leben verbracht. In dieser Bar, da könnte ich euch Geschichten erzählen. Ja, halt wie gesagt, Weltraumschrott ist ein Problem. Habe ich mal einen Volltreffer im Vergaser gehabt. Muss ich komplett austauschen. Keilriemen wurde mir mal leicht angekratzt einmal. Das ist nicht so einfach. So, das ist unser Sprungtor. Wir müssen kurz einmal ein bisschen besser rein. Ein bisschen Höhe gewinnen. Und jetzt gleichen wir aus. Das machen wir fantastisch. Wir setzen auf super, machen wir das. So. Okay. Wir müssen stoppen. Truck stopp. Truck stopp. Truck stopp. So, ich warte auf Genehmigung. Ja, hier ist blaues Känguru. Bitte einmal das Sprungtor öffnen. Dankeschön. Polyester rollen. Geladen. Muss los. Tschüss. Over. Wie bitte? Scheiße. Ja, das ist ja ein
denkbar ungünstiger Zeitpunkt, würde ich mal meinen. Ja, dann let's go. Tschüss! Oh Gott, nein, mir fliegt alles in den Kopf. Oh, das ist richtig gefährlich. Die Ladung ist nicht gesichert. Ach, du grüne Neune. Oh Gott. Oh Gott. Over. Dankeschön, over. Oh. Gut, wenn wir jetzt ein bisschen Speed machen, dann müssten die eigentlich nach hinten durch. Au, ich sehe nichts. Du bist mir in der. Ich sehe nichts. So, jetzt geh mir aus dem Weg. Das Wichtigste ist, dass die Ware abgeliefert wird. So, jetzt machen wir erstmal hier hoch, beschleunigen. Und danach kümmern wir uns jetzt um das Problem. Ich kann jetzt nicht wegen jedes Problems rechts ranfahren, das geht einfach nicht. Hier übrigens, warte. Hallo Steinbrecher. Hier ist der gestutzte Pelikan. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Steinbrecher. Over. Kurz mal eine Durchsage machen. Ich habe so ein Donation-System hier im Truck. Weil das, das Gehalt als Trucker, als Space Trucker alleine, als Star Trucker, reicht nicht aus. Man ist darauf angewiesen, dass man über sein Donation-System, das sieht man hier unten rechts, dieses hier sieht man die Donations, das ist einfach, ist nicht viel drin gerade. Da ist man darauf angewiesen. Und das, da bedankt man sich dann über Funk, das ist einfach so. Wir sind gleich da. 2,5 Kilometer. Warnung, Trümmer in der Nähe. Oh Gott. Wahrscheinlich meine Ehe. Die hatte auch viele Trümmer. Aber egal. Ich will nicht in der Vergangenheit leben. So, wir sind gleich da. Wir müssen direkt jetzt schon mal wieder gucken, dass wir einen richtigen Winkel finden. Dafür schwingen wir einmal hier rum und dann nicht zu schnell, dass der Hänger nicht abkoppelt. Das kann passieren. Dann jetzt ein bisschen ausgleichen. Sieht gut aus. Und einfach rein da. Das Gute ist am Weltall, Positionierung ist subjektiv. Es gibt kein oben, kein unten. Es gibt nur passt oder passt nicht. Jetzt ziehen wir im letzten Moment wieder hoch. Das ist unser Markenzeichen. Dafür kennen wir uns hier auch. Und jetzt vorsichtig rein. Vorsichtig rein. Kein Schaden an den Polyesterrollen. Sonst geht das vom Geld ab. Ja, das machen wir richtig perfekt. Noch ein Stück weiter. Jetzt ist grün. Abkoppeln. Und Manne. So, jetzt können wir uns endlich die neue Kuhleder-Sitzbezugsgarnitur kaufen. Von dem Geld, die wir immer schon haben wollten. Und Level 2. Und wir können... Oh, Fertigkeitenpunkt. Oh, was haben wir denn hier? Just-in-Time-Aufträge. Zerbrechliche Ladung. Schaltet Aufträge mit folgendem frei. Zerbrechliche Ladung. 5% Erfahrungspunkte für die Lieferung von folgenden zerbrechlichen Ladungen. 10% Geld für die Auslieferung der folgenden zerbrechlichen Ladungen. Was kommt denn danach? Frachtabfertigung. Größere Ladung an Wiegestationen. Frachtlimit. Weltraumtraining. Erhöht Effizienz bei Außenbordeinsatz. Naja. Schaltet Aufträge mit knappen Fristen bei. Ja. Beides erfordert natürlich dann. Wir machen das jetzt einfach. Alles klar.
Haben wir gut gemacht. Hey, Lucky Jay. Nice job getting your fragile loans permit. Now that you're cleared to haul breakable, I got a job I think you can handle. Okay, was denn? Ja, Mann, ich bin interested. Aber nicht wieder so ein Ding wie damals in Chiang Guang. Over. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, was jetzt hier schiefgelaufen ist. Meine Güte. Ach, Leute, 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 was ist das? Ach. Ach. Was haben wir denn hier? Energiezelle. Oh. Wo sind die Dinger? Eine muss doch noch... Da, die hat doch bestimmt noch ein bisschen Saft. Komm mal her hier. Nein! Ah, oh, dumme Idee. So, zurück. Komm mal her hier, wo ist die Batterie? Ja, ja. Da muss auch ein bisschen Saft drin sein. So, runter da. Und jetzt nach vorne und gib ihm. Oh, und jetzt muss ich hier aufräumen. Meine Güte. Ach. Uff, das war nie meine Stärke hier, das Aufräumen, ehrlich gesagt. Ich bin einfach immer nur on the road. Keine Zeit zum Aufräumen. Ich konnte nicht mal mein eigenes Leben aufräumen. Ich weiß noch damals mit Ilse. Da ging es auch immer ums Aufräumen. Hey, räum doch mal auf, hat sie immer gesagt. Und ich habe gesagt, nein. Das habe ich zu Hause nie machen müssen, damit fange ich jetzt nicht an. Räum du doch auf. Ja, so war ich halt. Jung und dumm und... Ilse, die ist jetzt woanders. Die ist jetzt mit ihrem Schrottplatzbesitzer zusammen. Schrotti heißt der. Karl Schrotti. Da wohnt sie jetzt mit ihm. Der hat da einen Wohnwagen. Neuestes Modell. 4 Schlafplätze, Klimaanlage, Bordtoilette. Wie ein All-Inclusive-Hotel. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Aber gut. Ich muss sagen, ich habe es selbst verbockt. Eine Frau wie Ilse, die muss man sich halt im Alltag bemühen. Da reicht es nicht, die ganze Zeit rumzusitzen und Trucker-Videospiele zu spielen. Da muss man Gas geben. Da muss man die beste Version sein, die man sein kann. Sobald man einmal ein bisschen nachlässt, dann ist es zu spät und dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Ich habe sie angefleht damals. Ich habe ihr sogar Briefe geschrieben. Ich habe ihr sogar ein Gedicht geschrieben. Ilse, Ilse, sehen Sie, wie ich will, Ilse. Komm zurück, mein Engel. Flieg in meinen Truck. Auf ein Bier und einen Schnack. Jetzt kommt, zack, zack. Mein Herz ist schon ganz leer. Und doch, es ist so schwer. Das scheint ein Widerspruch. Doch ein Herzbruch verhält sich immer ganz sonderbar und folgt nicht den Gesetzen der Physik. Aber sie hat nicht drauf geantwortet. Dann habe ich ihr weitere Briefe geschrieben. Aber irgendwann, da musste ich es einsehen, nachdem die Polizei mir gesagt hatte, ich darf mich ihr bis auf 100 Meter nicht mehr nähern. Da musste ich irgendwann der Wahrheit ins Gesicht sehen. So wie es auch getan hat. Ilse und ich, das war vorbei. Und jetzt gibt es für mich nur noch meinen Truck und die Road. Aber... Es gibt schlimmere Gefährten.
Wir gehen jetzt mal in... Wir treffen jetzt mal Eddie in Atlas Prime. Eddie ist ein Freund von mir auch. Mal gucken, was der so erlebt hat. Die Reise dauert ein bisschen länger, das sind fast 6 Kilometer, also macht's euch gemütlich. Schnallt euch aber bitte an. Wir können jederzeit von Trümmerteilen erschlagen werden. Mein Freund Dicky. Über 20 Jahre Berufserfahrung und dann eines Morgens sich von den Frauen und den Kindern verabschiedet. 17 Kinder hatte er und brach auf eine Tour, auf Routine-Tour, einfach nur ein paar Styropockenkisten nach Alpha Centauri liefern. Und dann kam ihm einfach eine Gummiente durch die Windschutzscheibe geschossen und hat ihn genau im Kopf getroffen. Er hatte keine Chance. Selbst so was Kleines, Weiches wie eine Gummiente, wenn die im Weltall beschleunigen, dann sind sie wie eine Gewehrkugel. Hat man keine Chance. Einige Truckhersteller, die machen Werbung mit Energieschutzschildern. Aber die bringen gar nichts. Mein Cousin, Siedelbert. Der hat mal so ein Ding gehabt. Das hat ihm gar nicht geholfen. Ich weiß noch, das war zwischen Moonbase Epsilon und dem Outer Rim. Da wurde er von einem Fußball getroffen. Das war der Fußball zum Elfmeterschießen von 1984. Uli Hoeneß hat ihn ins Weltall geschossen und naja, als er dann in den Kopf von Siedelbert flog, da blieb nicht viel von Siedelbert übrig. Es war nur noch eine blutige Masse aus Gelee und vereinzelten Knochenstücken. Das ist vielleicht die größte Gefahr, die wir Trucker tagtäglich überstehen müssen. Das und die Einsamkeit. Das sind die größten Gefahren. Die meisten Leute verlieren während die Einsamkeit. Ja. Also wenn ihr dem nicht gewachsen seid, dann ist das Trucker-Leben nichts für euch. Los. Grüner Jäger, auf zum Sprung. Over. Entschuldigen Sie. Warum? Sollen das? Jetzt. Ah, da sind wir. Die Gegend hier liebe ich. Hier hatte ich gute Zeiten. Da unten, da gibt es eine Bar in Diego's Paint and Ride. Das ist eine Arcade-Bar. Da habe ich den Rekord im Snurgle gebrochen. Über 420 Punkte habe ich in Snurgle gemacht. Ich glaube, der Rekord besteht bis heute. Ich muss mal wieder zurückgucken, ob ich da noch auf Platz 1 bin. Mal gespannt, was Eddie zu erzählen hat. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Seit der Sache in Rio damals. Eddie und ich, wir kennen uns schon ein halbes Leben. Ich war Trauzeuge auf seiner vierten Hochzeit. Er und Rose, ein Traumpaar. Kurze Zeit später ist sie durchgebrannt. Mit Roy McKenzie. Ihm war damals das Herz gebrochen. Und er konnte viele Wochen nicht truckern. Aber ich hatte stetig Funkkontakt mit ihm. Ich habe ihn wieder aufgebaut. Und heute ist Eddie fast der Alte.
Nur den Namen Troy McKenzie, Roy McKenzie darf man nicht sagen. Dann rastet er aus. Er hat mal Starbucks jemanden erstochen, einfach weil der Roy hieß, und der Barista hatte gesagt, ein Latte Macchiato mit Vanille für Roy, und dann ist Eddie einfach ausgerastet. Und ja, es war eine Riesensauerei. Wir konnten damals noch gerade rechtzeitig fliehen, aber im Bösel-Quadranten sind wir jetzt gesuchte Leute. Ich kann keine Aufträge annehmen. Im Bösel-Quadrant. Ja, okay, warte. Oh, bremse. Alles klar, Eddie. Over and out, Eddie. Ach, Eddie. Das ist eine gute Seele. Ja, das ist nicht immer leicht im Leben, aber... Er hat sich wieder gefangen. Und als es dann mit mir und Else aus war, da musste ich auch immer an Eddie denken und wie er das damals alles geschafft hat. Das hat mir sehr geholfen. Okay, das machen wir dann wohl nochmal. So, so einmal richtig. Ja, voll gut, auf jeden Fall. Richtig gut gemacht. So. Piep, 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 piep. Langsam und bip 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 bip. Wir kommen heiß rein. Kein Problem. Sieht gut aus. Ziel ist angedockt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Das sind halt Glaswaren. Da dürfen wir jetzt nicht zu grob sein. Ganz langsam müssen wir uns nähern. So. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aufsatteln. Sehr gut. Aufgesattelt. Und jetzt ganz ruhig hier raus. Ganz ruhig hier raus. Sieht gut aus. Langsam. Nirgendwo gegenstoßen. Das machen wir gut. So, und jetzt auf nach Medusa 6, ha? Was? Edgeburg. Was ist denn Edgeburg? Ist das nicht Medusa 6? Gib dich nach Edgeburg. Okay, was ist denn Edgeburg? Was ist denn das hier schon wieder für Warnmeldung? Hallo, hallo? Over. Ist das nicht da hinten? Ich wünschte, ich könnte jetzt hier meine Karte mal lesen, aber...
warnen sie. Nur um sicher zu gehen, dass wir hier richtig sind. Die haben so ein bisschen die Routenführung hier geändert, seitdem. Oh, das ist ein Freund von mir. Hey, Björn! Hallo, Björn! Guter Typ, der Björn. Lassen wir ihn erstmal vorbei. So, wollen wir mal nach Medusa 6, ja? So. Ich hoffe mal, das ist richtig. Das müsste ja das Ziel sein. Oh Gott. Ich kann leider nicht auf meine Space-Karte zugreifen. Ich könnte einfach eine andere Fracht klauen, aber das ist verpönt. Unter Truckern. Oh, was ist das? Oh, das wird mir noch als Quest angezeigt. Wieso kann ich nicht meine Questkarte, meine Sternkarte öffnen? Wir bremsen mal kurz ab hier. Aber wir müssen auch bald mal tanken, sehe ich gerade. So. Warum kann ich nicht auf meine Sternkarte zugreifen? Hallo? Ah. Hier war's. Ja, wir müssen nach Edgeboro. Also Medusa 6, alles ist richtig. Wir haben alles richtig gemacht. Alles klar. Und dann drücken wir mal richtig auf die Tube, hä? Hier unter uns ist der Service Highway. Da brauchen wir aber gerade nicht hin. Wir haben nur Augen für Medusa 6. Und dann müssen wir auch danach mal wieder tanken fahren. Nichts ist schlimmer als mitten im All. Und der Tank ist leer. Wir können auch jetzt tanken gehen. Aber Astroco Fuel hat immer astronomische Preise. Deswegen erst die Ware nach Hause bringen. Und dann. Oh, hier müssen wir ein bisschen Höhe gewinnen, wobei Höhe völlig subjektiv ist. Wow. Ich überlege, ob ich mir irgendwann eine neue Zugmaschine kaufen soll. Für 120.000 galaktische Space Dollar gibt es da was ganz Feines. 780.000 PS. Wir müssen mal eine kleine Kurvenfahrt. Immer daran denken, dass wir rangieren müssen. Wir haben ja schließlich wertvolle Fracht an Bord. So, schön die Einflugschneise halten. Und jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig halten. Sehr gut, machen wir das. Ihr seht, Routine. Man entwickelt irgendwann einfach ein Gefühl. So. Pinker Drache, bereit zum Sprung. Over. Weiter geht's. Ungefähr alle 1000 Sprünge sollte man sich einmal beim Space Arzt durchchecken lassen. Hallo Eddie. There she is.
Ah. Oh. What? Das hast du mir noch nie gesagt, Eddie. Ey, Leute, ich muss mal hier wieder... Kollision? Oh, oh, wir hatten eine Kollision. Aber keinen Schaden genommen. So, wir fahren jetzt hier um den Turm hier rum. Ganz dicht. Vorsicht, Kollisionsgefahr. Alright. Ich darf nicht antworten. Warte. Wir bedanken uns bei Nicola, Laura, Laurent, Klesk für den Support, Leute. Klesk haut 5 in den Club. Das mögen wir. Und hier seht ihr die Anzeige 40. Vielen Dank, Leute. Ich fahre weiter draußen. Ich singe das traurige Lied der Melancholie für euch. So, wir müssen jetzt hier weiter nach Edgeburg. Wir fahren schön geradeaus und legen dann eine richtig feine 90-Grad-Kurve hin. Vor uns will noch jemand fahren. Kein Problem. Das respektiert man in Trucker-Kreisen. Okay. Da ist er durch, alles klar. Wir richten uns schön geradeaus. Komm langsam rein. Perfekt, sieht gut aus. Okay. Einmal Edgeburg, bitte. Grauer Asteroid, fertig zum Sprung. Sprung aktiviert. Was ist das hier für eine wilde... Was ist das denn? Haben die hier umgebaut? Okay. Da müssen wir erstmal hier drüber weg, über diese Industrieanlage. Die war doch letzten Monat noch nicht hier. Wie schnell haben sie die aufgebaut? Wahrscheinlich wieder mit diesen Nanobots. 3D gedruckt, aber davon halte ich ja nichts. Früher wurden die Sachen alle noch von Hand gebaut. Oh, 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 we go in for a dive. Was ist das denn hier? Wer hat sich das denn ausgedacht? Und da runter. Okay.
Immer dran denken, ist zerbrechlich. Und noch ein bisschen. Hochziehen die Kiste. Kiste hochziehen. Okay. Kiste hochgezogen. Ausrichten. Sanft. Sanft, 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 sanft. Kiste ausrichten. Sieht gut aus. Und rein in die Ablagezone. Leicht ausrichten. Leichten Seitenschub. Sieht gut aus. Rein da. Fantastisch. Wir rollen rein. Super, super, super. Scheiße, ich hätte wahrscheinlich rückwärts fahren müssen. Mega dumm. Habe ich vergessen. Aber vielleicht geht's ja auch so. Ich befürchte nicht. Aber wir probieren. Ich hätte gedacht, da ist vorne offen. Stellt sich raus. Nein. No! Ey. Ich möchte das anprangern. Ich, ganz ehrlich, ich bin doch richtig sanft gefahren. Wann ist, das gab ja einmal eine Kollision, aber die ging ja nicht von mir aus. Also das, ganz ehrlich, großes Trucker-Ehrenwort. Da steht makellose Fracht. 0 XP. Jetzt muss ich auch noch draufzahlen, oder was? No sweat? Dude, ich habe gerade das Fünffache dessen bezahlt, was ich bekommen habe. Ich weiß nicht mal, wie ich mir jetzt Sprit leisten soll. Unfassbar. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Das kann man doch nicht einfach so behaupten, dass das kaputt gewesen wäre. Das stimmt halt einfach nicht. Wie soll ich mir denn das jetzt leisten? Wie sieht das mit dem Sprit aus? Ja, geht noch. Unfassbar. Jetzt bin ich richtig sauer. Jetzt muss ich die neuen Sitzbezüge, kann ich mir jetzt direkt abhaken. Wie, ihr habt alle gesehen, wo es... Wie, da warte mal, warte kurz. Ich muss mal eben anzuhören. Oh. Tauchen, tauchen. Ja. Nein, au, ah, Entschuldigung. Ei. Ich wollte das. Das wollte ich nicht. Schaden? Oh no, jetzt habe ich einen Schaden. Mist, 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 Mist. Ah. Wegen Anzuil. So. Wieder rein in den Truck. Ach. Unglaublich. Als wenn das nicht heute genug Grund zum Trübsalblasen
gegeben hätte. Jetzt haben wir auch noch so einen unnötigen Schaden. So. Achtung, blauer Falke, bitte sofort Sprungtor reservieren. Ich hab's eilig, danke, over. Nicht, dass sich da jetzt noch einer vordrängelt. Was ist das, ein Asteroid? Was? Wieso denn hier? Wo ist denn die Asteroidenverteidigung? Mist, glaube ich muss, Bereit für Sprung, over. Ich bin jetzt immer noch frustriert. Truck auch noch Schaden genommen. Oh, direkt nach tanken da hier mit Strom, Benzin, ja, ne? Achtung, ich melde Asteroid vor dem Sprungtor in Edgeburg. Ich wiederhole, Asteroid vom Sprungtor in Edgeburg. Bitte einmal die Asteroidverteidigung benachrichtigen. Over. Muss man durchgeben. Wollen wir einmal nachtanken? Ach, können wir später machen. Erstmal gehen wir jetzt hier hin. Treffen wir uns einmal mit Eddie. Mal gucken, was der alte Haudegen so zu sagen hat. Oder ist hier schon wieder die Luft gleich aus? Nur noch 9% Luft. Oh Mann. Ja, Tage wie diesen, ne? Das Gute am Weltall ist, Tage sind relativ. Ohne Sonne, die den Lebensrhythmus vorgibt, verliert man jedes Zeitgefühl. Ich weiß nicht, ob heute Montag ist oder Freitag. Kann ich euch nicht sagen. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Hüllenbruch? Meine Güte, was ist denn da schon wieder? Da muss ich hier wieder rausgehen, das gibt's doch gar nicht. Wo ist jetzt der Hüllenbruch? Hilfe? Das gibt's doch nicht. Das ist ja ein Totalschaden. Wer hat denn das zu verantworten? Oh, die arme Betty. Hat sie nicht schon genug mitgemacht? Schön, dass ich jetzt die Beifahrertür zugeschweißt habe. Ah, nicht sogar die Fahrertür. Hagelschaden, ja, das war wahrscheinlich ein Hagelschaden, das stimmt. Piep. Was, Sauerstoff? Was ist das Problem? Okay, ich glaube, damit werden die Schäden fürs Erste behoben. Wir können wieder zurück zur Luftschleuse. So, das war das letzte Mal, dass ich heute hier ausgestiegen bin. Unglaublich. Rein in die Stube. Das glaubt mir kein Schwein. So, was ist jetzt hier mit der Luft? Was ist die Luft? Was? Hör auf jetzt, hör auf zu hupen! Mann, ich habe eh schon schlechte Laune.
Wo ist das Sauerstoffding? Welcher ist das? Hör auf jetzt! Zu hupen! Hä? Waren die sich von alleine wieder auf? Laden sich vom Rumliegen auf. Das ist, finde ich, gut. Oh, die ist komplett leer. Okay, die ist komplett leer. Die kommt da unten hin. Dann müssen wir doch die noch nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie die sich aufladen. Wie sieht es jetzt hier aus? 3%. Oh Gott, das ist falsch. Aha. Oh Gott. Na, meine Güte, also in letzter Sekunde hier. Was ist hier oben? Huch. Also mit dem Luftfilter. Muss ja auch gewechselt werden. Habe ich überhaupt noch einen Luftfilter hier rumfliegen? Was ist das? Ist ein Luftfilter? Das ist ein Luftfilter. Aha. Na, komm mal her, hier ein neuer Luftfilter rein. Aber zu. Du kommst zurück in die Kiste, da wirst du natürlich komplett. Ey. Rein. Alles klar. Oh, wir haben sogar noch einen Treibstoffkanister. Da ist nur die Frage, wo wir von innen. Oder da muss ich wahrscheinlich aussteigen dann. Nehme ich mal an. Um zu tanken. Oder kann ich hier tanken? Was? Die sind ja sogar leer. Ne, da ist einer drin. Ja, ich weiß nicht, kann ich den in die Hand nehmen und dann. Ich schau mir das mal an. Die können alle warten, ist mir egal. So, wie ist das jetzt mit Tanken? Ist hier überhaupt? Ich glaube, ich mache das nicht richtig. Es wäre natürlich viel schöner, wenn man innen tanken könnte, aber ich befürchte, das funktioniert so nicht. Ich sehe nirgendwo einen Tankstutzen. Ich befürchte, das ist nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ja, keine Ahnung. Ja, dann wollen wir mal wieder reingehen, lieber. Kanister wieder mit hier. Keine Ahnung. Wir werden es schon rausfinden. Jetzt springen wir erstmal los. Keine Zeit, Eddie wartet.
So, ich bin bereit für den Sprung. Bittermehl, ready für den Sprung. Over. Da. Got a request to see your cab at the local way station. Was? Head on over and stop in the reserve bay. Shouldn't take too long. Seid ihr verrückt, Mann? Ich hatte eine lange Tour hinter mir. Ich musste Außenreparaturen durchführen. Mir wurde das Geld abgeknöpft. Was wollt ihr denn jetzt noch? Over. Hat er gesagt, Wiegestation? Ach. Da müssen wir natürlich, was die Autoritäten von mir verlangen, müssen wir jetzt leider mit Priorität behandeln, befürchte ich. Dann auf zur Wiegestation. So. Tempo rausnehmen, Tempo rausnehmen. Ruhe, ich habe heute schon genug Schäden gehabt. Okay, langsam reinkommen, sieht gut aus. Nicht zu schnell jetzt, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Right, we'll begin the scan the moment your rig comes to a stop. Moment of truth, friend. Don't move until we're finished. Naja, alles klar, mach ich nicht. Sag mal, was habt ihr denn erwartet? Ich habe ja nicht mal eine Ladung dabei. Meine Güte, Leute. Wenn ihr bei Susis kein Gulasch mehr haben heute, dann mache ich euch dafür verantwortlich. Over. Tja, diese Bürokraten, ne? Im Leben selber noch keinen Truck gefahren, aber einen rumkommandieren wollen. Sonst hätten wir das schon nicht schwer genug. So, jetzt. Fahren wir mal zu Eddie. Darüber. Alles klar. So, da können wir gleich tanken. Erstmal hier hinten. Oh, da müssen wir einfach nochmal springen. Was gibt's? Sonst? Ey, sag mal, ich... Ey, Eddie, das hätten wir auch über Funk machen können. Ich bin in dieses System geflogen, um dich zu treffen. Wir funken die ganze Zeit.
Wir hätten auch auf Distanz funken können. Ich bin deinetwegen in dieses System geflogen. Ich hatte mehrere Außeneinsätze. Ich habe meine Ware beschädigt. Ich habe das Sprungtor bezahlt. Ich muss Benzin haben. Junge. Over. Eddie ist ein Arschloch. Ich hab's euch direkt gesagt. Dem ist nicht zu trauen, habe ich euch gesagt. Wir gehen jetzt tanken. Auf die Tankstelle. Haben wir überhaupt Geld? Wo ist hier die Tankstelle? Wo ist sie jetzt hin? Gibt's auch nicht. Wir haben noch hier eine Tankstelle gesehen. Wo ist diese vermaledeite Tankstelle hin? Ist sie völlig wahnsinnig? Ist sie jetzt zu oder was? Hat die Feierabend? Wie ist denn das Symbol der Tankstelle? Station, was ist das? Gesperrt? Ist sie gesperrt? Ist die Tankstelle schon wieder gesperrt? Das gibt's doch nicht. Leute, ich hatte doch hier eine Tankstelle gesehen. Ich will jetzt tanken. Da! Sag ich doch. Da, Treibstoffpumpe. Was machen wir jetzt mal? Ganz langsam. Nicht zerdeppern. Piep, 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 piep. Und nun? Achso, ich bin noch nicht ganz drin. Was, wer hupt jetzt? Ich komme jetzt hier rein. So. Sind wir noch ganz drin, oder? Nee, nicht. Ich geh da raus. Ich seh nix. Und jetzt? Was ist der Treibstoffknopf? Oh, ich bin nicht richtig drin. Wieder rausgefahren. Ein Stück noch. Oh, ein Stück noch. So, jetzt. Oh, ein Stück noch. Jetzt! Oh, yes. So, tanken starten. Wie viel Geld haben wir denn? Können wir uns das leisten? Mir doch egal. Zur Not flüchten wir eben. Wie damals in Eden Prime. Da ist heute noch ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Alles klar, vollgetankt. Jetzt müssen wir nach Atlas Prime. Tanktown Atlas Prime ist hier. Ach. Können wir vielleicht hier zur Station und einfach einen Auftrag annehmen?
Station Tiger Rock zum Beispiel oder. Was? Oh Gott. Starbreak Supplies. Wollen wir mal in die Supplies rein? Komm, wir gehen mal in die Supplies rein. Bevor wir hier ersticken. Auch neue Batterien. Mal gucken, was die sonst haben. Wir haben ja wirklich schon ein bisschen Geld verdient. Wir gehen jetzt mal in die Supplies rein. Hier. Wo ist denn der Undock-Punkt? Oh Gott. Entschuldigung. Ich sehe gerade, Prioritäten müssen überdacht werden. Okay, ja, alles klar. Die hat keine Batterie-Power mehr. Ey, fuck. Oh nein, ich bin tot. Das ging schnell. Ich hätte mir vielleicht den Raumanzug anziehen müssen. Was denn jetzt? Was passiert, wenn man stirbt? Wird man einfach wieder... Kostet das Geld oder was? Oh, es kostet immer 50 Mark. Bergung und Reparatur fällt in 170 Kilometern. 750 Mark. Oh, das ist ja... Und nicht mal aufgefüllt. Für 750 Mark nicht mal die Batterien aufgefüllt, oder was? Ich brauche... Wie lade ich denn meine Energiezellen auf? Ach. Ilse hätte gewusst, was in so einer Situation zu tun ist. Was ist denn mit den Dingern hier? Die sehen ja total kaputt aus. Ah, der Urk ist noch... Dem Urk geht's noch gut. Ach, so ein Mist. Ja, leer. Was machen wir denn jetzt? Ja, alle leer. Wie lade ich die auf? Das gibt's doch nicht. Was ist das? Ah. So läuft das hier nicht. Wir müssen einen Weg finden. Die Dinger aufzuladen. Ich muss eine Auflademaschinerie kaufen. So komme ich doch so über. Wie soll ich denn so überleben? Die sind alle auf Null. Ich muss in diese Station reinfahren. Was ist jetzt da drin? Ach, das sind die Putzmittel. Ja, also so geht das ja nicht. Oder ist eins hier aufladen und eins... Kann das sein, dass eine zum Aufladen ist und die andere... Nee, oder? Das ist ja Quatsch. Obwohl, warte mal, die sind beide voll. Warte mal. Warte mal ganz kurz. Ich bin da was auf die Spur gekommen. Kann das sein, dass der eine ist zum Aufladen und der andere ist zum... Oder wie, oder was? Also Sauerstoff ist ja schon mal das Allerwichtigste. So. Okay, also die sind leer.
Der ist bei 0. Das sind die, sind das die Aufladedinger hier? Ich glaube, das sind die Aufladedinger. Ja, die erfüllen ja gar keine Funktion. Hier lade ich einfach auf. Guck mal, der Nils, ey. Jetzt hat er es gecheckt. Jetzt hat er es gecheckt, glaube ich. Glaube ich. Dann lade ich die einfach auf. Ja, dann kann die Reise ja weitergehen. Hammer. Ja. Was sagt hier die Anzeige? Zeig mal. Müsste doch eigentlich jetzt, ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe es raus. Raus. Achso, ich muss die erstmal lösen, ne? Außer Repairs. Auto Essentials, was ist denn das? Ah, da kann man einkaufen, das mache ich direkt. Einmal in die Auto Essentials rein. Was kann man denn da hier machen? Wenn wir schon mal da sind, oder? Gehen wir mal shoppen. Aber muss ich da rückwärts rein, oder was? Was? Hey! Oh! Ich habe keinen Antrieb mehr! Oh, möglicherweise habe ich, ist das doch nicht... Das ist, okay. Ich befürchte, da diese Batterien, die ich da gerade rausgenommen habe, die sind eher für den Antrieb. Okay. Alles klar. Das war keine gute Idee. Ich möchte mich für diese Idee natürlich nicht entschuldigen, aber es scheint mir so, als wenn die doch hier nicht aufgeladen werden. Ich glaube, das war komplett... Das sind einfach meine Antriebs... Okay. Ja, entschuldigen Sie, aber werden die denn aufgeladen? Vielleicht. Wenn wenigstens. Reicht das jetzt? Huch. Okay. Vielleicht wird das jetzt aufgeladen. Ich habe wahrscheinlich Schaden jetzt genommen, oder? Ach du grüne Neune. Na, reicht das überhaupt aus dem Winkel? Nee, ne. Oder? Mal rein. Der Winkel ist ein bisschen schräg. Nö. Schade. Ja. Wird eventuell Schaden an der Hülle geben, aber wenn wir das jetzt so... Mal kurz ein bisschen drehen und dann haben wir es gleich. Oh no, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. So. Das müsste doch eigentlich okay sein jetzt. Ja. Komm, das ist doch jetzt okay. Wir kommen da auch wieder ein bisschen schräg rein, aber ich finde, das ist im Toleranzbereich. Das ist im Toleranzbereich. Das sieht gut aus. Nicht zu schnell rein. Komm jetzt, das muss gehen. Das ist jetzt okay. Hallo?
Oder vielleicht darf ich da gar nicht rein. Oh, möglicherweise darf ich noch gar nicht shoppen gehen. Nee, okay, also das würde ja. Guck mal, das ist ja perfekt. Aber warum darf ich denn da nicht rein? Warte. Ich glaube, ich darf da nicht rein, sonst müsste das jetzt gehen. Das geht einfach nicht. Mist. All die Arbeit umsonst. Was ist mit... Hä? Hä? Ich würde aber jetzt gerne einkaufen gehen, tatsächlich. Das ist doch Mist. Mein Maclock ohne Strom. Ah, das ist ein ganz guter Hinweis. Aber wir haben ja keinen Strom. Was kann ich. Was ist denn für was? Wir haben jetzt ja gar nicht mehr. Wo nehme ich die jetzt raus? Aus der Gravitation? Ja, ist halt jetzt so. Gibt wichtigere Sachen. Reicht das jetzt? Mal gucken. Ach, warte mal. Kann das sein, dass es hier... Ist es das Teil hier? Weil da jetzt... Na. Dann kann das wahrscheinlich nicht gehen, ne? Oder wie ist das? Muss ich den anderen auch noch reinmachen, oder? Ah ne, geht schon. Yes! Haha, jetzt kaufe ich mir ganz viel Batterien. Für richtig viel Geld. 20 Batterien kaufe ich mir jetzt. So, guck, was haben wir denn hier? Wie viel Geld habe ich? 2000, nicht so viel Geld. Ich kaufe direkt die besten. Örtliche Preise, Energie ist, sind hohe Preise. Aber was soll ich machen? Ich muss ja investieren. Wir haben ja auch vollgetankt, das ist okay. Was ist das hier überhaupt alles? Karton mit Arbeitskleidung. Wert 1300 Euro. Kann ich das einfach verticken? Ich könnte wirklich einfach Karton mit Arbeitskleidung verticken. Ich weiß nicht, wofür ich das sonst brauche. Niemand weiß es, ha? Und was ist mit den anderen Sachen? Brauche ich da? Sind die kaputt? Stoßempfindlich und zerbrechlich. Oh Gott. Die sollte ich mal ganz dringend in die Tasche dazu packen. Was kostet mich hier so ein... 2700 kosten Luftfilter. Die sind ja nicht ganz dicht. Ich würde gerne wissen, ob ich diese Sachen da guten Gewissens verticken kann. Steht da nirgendwo. Früher wurde immer gesagt... Stand das da immer drauf, ne? Da stand dann immer drauf so, ja, können Sie bedenkenlos verkaufen. Aber wir haben ja noch genug Geld, das können Sie dann auch anderswo verticken. Wichtig ist, dass ich jetzt erstmal hier was sind die denn? Luftschleuse. Entschuldigen Sie bitte. Wo wurden die denn hingeliefert? Oh Gott. Wir müssen erstmal gucken hier, dass wir... Nee, das ist die falsche. Da.
Ich befürchte, wir haben das hier schon zerstört. Ja. Ich glaube, wir haben hier schon richtig Sachen kaputt gemacht, aus Versehen. So, was ist jetzt? Hier muss ich da rein jetzt, oder wie? Oder was? Was ist das denn jetzt? Ja, ich denke, sie... Entschuldigen Sie bitte, Sie haben doch gesagt, Sie haben mir das geliefert, aber wo denn? Wo hat er mir das denn jetzt hingeliefert? Das Ding habe ich komplett geschrottet. Vielleicht ist es auch einfach nur im regulären Betrieb zerstört worden. Ey, wo sind jetzt meine... Wo? Wo sind die Sachen? Ich habe bezahlt. Ich will, dass es geliefert wird. Wo sind meine Batterien? So, das ist teure Arbeitskleidung. Und wie lade ich die wieder auf? Sind die jetzt wertlos oder was? Das kann doch nicht sein. Wo sind meine Batterien? Gib mir die. Reicht das? Kann ich in einen Slot eine volle und einen eine leere und dann lädt die sich automatisch auf? Ist hier irgendwo eine Klappe oder so, wo das jetzt geliefert wird? Das gibt's doch nicht. Er hat gesagt, in die Schleuse macht er das. Ich finde das eine richtige Sauerei. Ich hau jetzt nicht ab. Oder muss ich rausfahren, damit ich die Sachen krieg? Also die sind hier noch nicht mal aufgeführt. Können wir jetzt hier wieder was machen? Zerbrechliche Ladung, ja. Was haben wir da? Lieferradius wird erhöht. Okay. Warte mal. Die kosten 140 Öcken. Kaufe ich nochmal eine von. Ich will aber nicht beschissen werden jetzt. Roter Tankdeckel. Warum brauche ich denn einen Tankdeckel? Ja, weil er rot ist oder was? So, Handel bestätigen. Also Leute. Ich verstehe das nicht. Ihr habt doch bezahlt. Ich habe bezahlt. Ich will jetzt meine Waren haben. Gib mir sofort meine Waren. Das ist doch... Ich rufe die intergalaktische Polizei an. Mal ernsthaft. Sind die irre? Also wenn er nicht bald... bei rumkommt, was ich haben will, dann... Was mache ich denn? Ich bin einfach betrogen worden. Genau wie damals mit Ilse. In ihrem Schrotthändler. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier wegfahre?
Ich habe keine Warenschleuder, also keine Schleuse. Das muss ja die hier sein. Es ist sonst hier nichts anderes da. Braucht die Druckschleuse Strom? Ja, das ist eine gute Frage, aber... Ich bin ratlos. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Das Geld ist ja auch weg. Das ist einfach komplett lächerlich. Warte mal. Also da war ja auf jeden Fall nur ein Slot, daran kann es ja nicht gelegen haben. Ich bin richtig sauer gerade. Was passiert denn, wenn ich jetzt die nochmal kaufe? Ich kann sie mir halt original nicht... Doch, ich kann sie mir leisten. Oder wird die woanders hin geliefert? Drei alten verkaufen, ja, aber also bedeutet das, ich kann die wirklich nicht mehr aufladen? Also ist der Traum vom Aufladen der Batterie ausgeträumt? Eine andere Schleuse gibt es hier nicht. Das ist die einzige Schleuse, die ich habe. Daran kannst du aber auch nicht liegen. Oh Gott, die habe ich jetzt erst entdeckt. Oder brauche ich vielleicht... Ich habe hier nichts mehr drin, also... Ich habe auch automatisch Gravitation, wenn ich an der Station bin. Ey. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ansiedel, die sagt, die Schleuse hat keinen Strom. Ja, aber die geht ja auf. Ich weiß gar nicht... Die hat ja auch kein eigenes Stromfeld. Das Einzige, was jetzt hier keinen Strom hat, ist Gravitation. Vielleicht muss ich da... Ich mach mal in die Gravitation rein. Vielleicht ändert das irgendwas. So, gucken wir uns das mal an hier. Ich verkaufe jetzt alles. Verkaufen. 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 Das kann jetzt nicht ernst sein. Umgehend zur Luftschleuse geliefert.
Da es ein blauer Händlerscreen ist, wirst du angedockt sein und die Schleuse ist bedeckt. Also muss ich vielleicht einfach ein Stück nach vorne fahren, ja? Solarklappen sind doch, da gehen die Fenster zu, oder nicht? Solarklappen. Guck mal hier, das ist doch keine. Das ist damit, wenn man in die Sonne hineinfliegt. Würde ich mal sagen. Ich fahre jetzt einfach mal, ich sattel mich mal ab. Vielleicht musste ich einmal vorher raus. Wenn nicht, muss ich wegen Betrug. Fuck! Jetzt mache ich Terz. Das gibt's doch gar nicht. LOL! Müssen wir machen, oder? Kann man manuell speichern und bevor. Ja, wir speichern einmal manuell. Autosave. So, triff Eddie in Emerald Junction. Oh Gott, hier sind wir jetzt gelandet, alles klar. Ah ja, das ist natürlich ganz schön weit weg. Ah, da haben wir unseren Kram noch wieder. So, lass ich mal gucken, wo hier ein Händler ist. Müssen wir erstmal schauen, wo hier was ist. Warte mal, ist das dieselbe Station schon? Hier müsste doch, war nicht hier das Tank-Ding hier? Warte. Ja, hier ist die Treibstoffpumpe. Wir sind schon richtig, es kommt gleich sein Gelaber jetzt. Ich hab, Nee, stimmt ja gar nicht. I don't know where you're really at with your miles, but here's the deal. Under warranty, you get free repairs, right? But the dealerships won't allow any customizations to your rig, like shiny new paint jobs. But when the warranty's up, you get to do whatever you want with it. You catch my drift? Ja, I catch your drift. Ich muss jetzt auch tanken, Eddie. Right, I gotta run. So I'll leave you to it. Catch you again soon, LJ. Eingehauen. Red Eddie, out. Dann tanken wir erstmal hier. Okay. Oh nein, da ist so ein Mini. Nein, ernsthaft? Hey, mach mal schneller da vorne, Mensch, ey. Ich will auch tanken. Dulden Sie sich doch mal. Oh Mann, ey.
Die Schwein. Ah! Oh, das war gerade knapp. Sehr gut. So. Wo kommen Sie denn überhaupt her? Wo stellst du meine Familie? T13. Langer Weg. Ich hab Zeit, ich hab keine Familie mehr. Und nein, was passiert? Ilse hat mich verlassen mit diesem Typ von der vom Schrottplatz. Jetzt bin ich nur noch ein Säufer. Truckfahrer, naja. So, ich muss dann mal weiter. Okay, kannst du jetzt rein hier, ne? Ich hab aber Benzin ist alle. Musst du was anderes jetzt? Ja, pass auf den Sauerstoff aus, ne? Das ist richtig knapp geworden und ganz schön teuer geworden. Ja, ich muss jetzt mal zum Shop hier. Wissen Sie, wo der Shop ist? Ist gleich um die Ecke da hinten. Kann man nicht verpassen. Da oben, ne? Nicht, dass ich jetzt gleich sterbe. Oh. Schnell dahin. Schnell in den Shop. Hier. Supplies. Supplies, Supplies! Oh, Verzeihung, was habe ich gemacht? Ey. Gerade machen. So, jetzt. Wenn es jetzt nicht klappt. Los. Andocken. 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 Jetzt aufsatteln. Alles klar. So, Leute, jetzt kaufen wir richtig ein. Jetzt kaufen wir richtig ein. Also, pass auf. Erstmal verkaufe ich Sachen. Das hier ist ja offensichtlich Quatsch. Was ist das denn? Ich will keine Energy Drinks. Das brauche ich. Also, wir verkaufen das. Wir verkaufen das. Ich weiß nicht, was das ist. Alles weg. Was ist das? Anbausets. Braucht man das? Alles weg. Putzmittel weg. Kann man die aufladen? Niemand wird es mir je sagen können. Man muss doch Batterien aufladen können, das kann doch nicht sein. Was? Ist ja so durch die Gegend geflogen. So, jetzt haben wir in jedem Fall. Machen wir mal zu. Speichern wir mal. Und so, jetzt wie, es geht jetzt nicht. So, dann kaufen wir das und das und das. Und ein Dach. Was ist das denn hier eigentlich? Mikrostabilisator. Können wir uns gar nicht richtig leisten. Ist das hier noch? Stimulanzien. Ha! Da sind sie. Da sind sie. Also. Zack, Sauerstoff rein. Ha! Ha ha ha! Leute, ich hab doch immer gesagt, ich weiß, was ich mache. Ey, die werden doch hier aufgeladen. Erzählt mir doch nichts. Das ist doch genau, wie ich gesagt habe. Jetzt habe ich die verkauft. Ich Depp. Ich glaube, ich hatte recht.
glaube, ich hatte recht. So. Nein, Nils. Okay, ich hatte doch nicht recht. Ich möchte an der Stelle sagen, Ansyl sagt, ich hatte doch nicht recht. Und wenn Ansyl das sagt, dann ist das auch so. So. Ah, da ist das Ding drin. Alles klar, das machen wir mal hier rein. So, da kommen jetzt diese... Das ist das hier. Diese Urk. Aber die ist zerbrechlich. 0 von 100. Warum denn 0 von 100? Die hat 100 von 100. So, und jetzt verstauen wir das ja mal sicher. Jetzt haben wir ja hoffentlich dauerhaft Gravitation. So, und jetzt haben wir hier wieder eine volle Batterie. Die vollen Batterien kommen nach unten und die leeren kommen nach oben. So können wir uns das besser merken. Die hat 6. Okay, das merken wir. Die hat jetzt 6. Das merken wir uns jetzt mal. Mal gucken, ob sich da was verändert. 80, 130. Die Klappen sind für die Magnetverriegelung und die Antriebe. Ihr seid immer noch felsenfest davon überzeugt, dass die sich nicht aufladen. Das kann nicht. Ich finde es einfach richtig assi. Das kann doch nicht sein. Das ist das Unnötigste, was ich hier erlebt habe. Es muss eine Möglichkeit geben. Vielleicht kann man das Raumschiff erweitern. So, wir sollen auf den Ablauf der Garantie warten und dann sollen wir uns nach Atlas Prime begeben. Können natürlich auch noch einen kleinen Auftrag annehmen. Aber Leute, ihr kennt alle das Trucker-Gesetz. Das Trucker-Gesetz lautet, nach 2 Stunden sind Ruhepausen einzuhalten. Sonst kommt die Schlafpolizei und versetzt einen in einen Zwangsschlaf. Und das ist nichts, was man in seiner Reputation haben will. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Star Trucker from Space und das macht Spaß, oder? Das hat so leichte, ich hätte fast Subnautica-Vibes gesagt. Aber auch hauptsächlich deswegen, weil man sich in einem dreidimensionalen Raum, der lebensfeindlich ist, bewegt, Sauerstoff braucht und Außenhüllenrisse beheben muss und Energiezellen hat, die leer werden. Und gegen man bei Subnautica auf jeden Fall einen Auflademechanismus besitzt. Aber das wird ja auch noch kommen. Ich freue mich über Feedback, Leute, und denkt immer dran. Jeder macht mal Fehler auf den Straßen des Alls. Heute ihr, morgen ich. Also nehmt Rücksicht aufeinander und schreit euch nicht an. Außerdem wird der Schall im All eh verhallen. Tschüss.